Live. Domian. Das 1 Live Talkradio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio am Rosenmontag. Senden wir hier live aus Köln. Schön, dass ihr da seid. Wir haben eine Freitemennacht und wir können folglich über alles reden, über das ihr Lust habt, mit mir zu reden. Ganz egal welches Thema. Nochmal die Telefonnummer 0800 220 5050 oder die bekannte Mailadresse domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht ist die Sonja und Sonja ist 23 Jahre alt. Hallo. Hallo Sonja. Weswegen rufst du an, Sonja? Ich bin absolut kaninchensüchtig. Du bist kaninchensüchtig? Ja. Ich gehe davon aus, dass du denn einige Kaninchen bei dir zu Hause hast. Ja, das stimmt. Darf ich fragen, wie viel? 8. 8 Kaninchen. Wie groß ist die Wohnung? 48 Quadratmeter. Wie, 48? Ja. Und das ist natürlich eine ganze Menge für, Kaninchen für so wenig Wohnung. Genau, das ist ziemlich platzaufwendig. Stinkt das da nicht in der Wohnung? Nee, wenn du sie natürlich regelmäßig sauber machst und... Aber stinkt nicht ein Kaninchen auch, wenn man es sauber macht? Nee, also ich... Du merkst das gar nicht mehr. Ich sag jetzt nein, ich finde nicht... Wahrscheinlich, wenn man bei dir in die Wohnung kommt, dann denkt man, oh Gott, was ist hier? Ja, die sagen schon, es riecht nach Kaninchen und... Oder, also jetzt nicht stinken, sondern einfach nur nach Kaninchen, nach Heu, nach Bauernhofmäßig einfach. Wie lange schon? Wie lange hast du diesen Tick? Also ich habe immer schon irgendwie total geschwärmt für Kaninchen. Das fing halt schon ganz früh an als Kleinkind. Mhm. Mein Vater ist in der Aquaristikbranche tätig und ich durfte immer in den Zoogeschäften mit. Und mein erster Gang war immer, ich bin bei den Kleintieren. In was für eine Branche ist der, Papa? Aquaristik. Was ist das? Aquaristik? Aquarium. Aquarium. Bau und Pflege. Aquaristikbranche, ah ja. Genau. Mhm. Und mein erster Gang war immer bei den Kaninchen. Und ich habe mir immer ein Kaninchen gewünscht. Und wahrscheinlich dann auch früh eins bekommen, als Mit Kind. Mit 9 Jahren, mein Mit erstes. 9 Jahren. Wie hieß das erste Kaninchen? Flecki. Flecki. Genau. Wie alt wurde Flecki? Flecki ist kurz vor meinem 18. Geburtstag gestorben. Oh, der ist aber alt geworden. Ja, der war fast 9 Jahre alt. Was piepst da im Hintergrund? Ich glaube, ich bekomme gerade einen Anruf, aber das ist jetzt egal. Also, es fing ganz früh an. Genau. Und jetzt bist du 23 und nun sind es schon 8. Ja, also ich habe dann mit 18 halt mein Kaninchen verloren. Ja. Ich habe dann erstmal aufgehört mit Kaninchen. Erstmal durfte ich keins mehr von zu Hause aus. Ja. Und dann habe ich meine eigene Wohnung bekommen, habe meine Prüfung bestanden. Und dann hat mein Freund, er wusste, dass ich Kaninchenfan war, und dann hat er mir einfach den ersten Rammler wieder geschenkt. Ah ja, also so nennt man die... Und dann fing es an, da habe ich gesagt, ein Kaninchen ist zu wenig, da kommt noch ein zweites, drittes, und dann habe ich noch eins von einer Freundin genommen. Dann habe ich 2 Kaninchenwürfe großgezogen und dann habe ich auch nochmal aus jedem Wurf 2 behalten. Und so wurden es immer mehr, immer mehr. Genau. Rammler nennt man die Jungs, ne? Genau. Bei den Kaninchen. Wie heißen die Mädchen? Fachwort sagt man Zippen oder sagt man eigentlich überall woanders. Ja. Aber ich sag Weibchen. Da geht's auch heiße Sache bei dir unter den Kaninchen. Oder, ja. Oder musst du die auch trennen, damit da nicht zu viel Nachwuchs kommt? Nee, also ich habe schon gemischte Gruppen. Also ich habe 8 Kaninchen, die sind in 4 Gruppen aufgeteilt. Und immer Männchen, Weibchen. Mhm. Und die Rammler sind alle kastriert, sodass erstmal auch kein Nachwuchs mehr kommt, weil ich möchte auch keinen Nachwuchs mehr. Und dann vertragen die sich Männchen, Weibchen, wenn der Rammler kastriert ist? Genau, also das funktioniert super. Man soll halt nur nicht 2 Weibchen, das ist dann halt nicht so gut, dann herrscht wirklich Zickenalarm. Aha. Man sollte schon eine gemischte Gruppe sehen. Die sind in so Käfigen wahrscheinlich, ne? Ja, noch sind wir in Käfigen, aber wir werden jetzt bald umziehen in eine größere Wohnung. Ja. Das wird dann eine 3,5-Zimmer-Wohnung werden, wo ich extra ein Kaninchenzimmer herrichte. Extra ein Kaninchenzimmer? Ja. Da können wir ja glatt sagen, naja, in einem Jahr hat Sonja 16 Kaninchen. Na, mal gucken. Ich muss erstmal sehen, es wird erstmal ein riesengroßes Kaninchengehege bauen, damit die erstmal viel Platz haben zum Laufen. Mhm. Und dann werde ich mal sehen, wie viel Platz da noch bleibt und... Ist ja schon ein verrückter Tick, sowas, ne? Kann man da sagen. Wenn man, ja, das ist auch wirklich. Kannst du hast es ja erklärt, dass du als Kind das gerne gemocht hast und so. Dennoch erklären, warum so eine Affinität zu Kaninchen? Ich weiß nicht. Auch jetzt noch als erwachsene Frau?
wenn ich die sehe, dann und die sehen die mit ihren großen Augen und die großen Ohren. Und aber die sind doch eher dumme Tiere, ne? Ja, man kann es ja nicht vergleichen mit einem Hund. Mit denen kannst du ja nicht so kommunizieren wie mit einem Hund. Nein, das stimmt. Kennen die dich? Ich denke schon, ja. Also ich werde auch immer begrüßt, wenn ich morgens aufstehe, gehe ich einmal zu denen. Ja. Also manche Kaninchen, die küssen mir dann die Nase. Ach, guck. Und lasse ich mir die Stirn lecken. Und beißen Kaninchen eigentlich auch? Ja, können auf jeden Fall. Das geht, da gibt's auch. Da habe ich leider auch eine Häsin hier, die sind ziemlich ein bisschen durchgeknallt. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wahrscheinlich ist das wie bei Katzen so, dass es auch ganz verschiedene Sorten gibt, ne? Wertvolle, weniger wertvolle, ganz toll prämierte und einfache Kaninchen. Ja, es gibt ja die normalen Zwergkaninchen, die Farmzwerge, die es auch überall in Zoogeschäften gibt. Ja. Dann gibt es ja reinrassige, Widder gibt es. Ja. Dann gibt es ja, keine Ahnung, Rassekaninchen. Und du hast alles so gemixt? Ich habe eigentlich keine Rassekaninchen. Keine Rasse. Ich habe nur irgendwelche Mischlinge, querbeet, alle Farben vorhanden. Und aber was ich mir eventuell mal überlege, mir mal anzuschaffen, das wären deutsche Riesen. Deutsche Riesen? Ja, das ist eine bestimmte Kaninchenrasse. Klingt nach einer großen Rasse. Die bringen 5 Kilo und mehr auf die Waage. Oh. Ich habe neulich, ich glaube zum ersten Mal in meinem Leben, ich weiß es gar nicht, oder als Kind habe ich es vielleicht mal gesehen, einen richtigen Hasen gesehen. Einen richtig großen Hasen auf einem Feld. Der Hase ist der Verwandte der Kaninchen, ne? Der große Verwandte. Es gibt unterschiedliche Meinungen. Also ich hänge immer viel im Internet, auch in Foren rum und so. Mhm. Und dann sagt man eigentlich, ein Hase wäre nicht mit einem Kaninchen verwandt. Irgendwie. So, das ist sagt irgendwie, man das, die sind ganz, die sind auch ganz unterschiedlich. Auch allein vom Körperbau würde man das sofort unterscheiden und das wusste ich nicht. Da will ich mich jetzt auch nicht irgendwie. Nein, wir wollen uns gar nicht festlegen. Nein, natürlich. Wie heißen die denn deine Kaninchen? Nicht so, sag mal ein paar Namen als Beispiel. Also ich habe Bunny Mausi. Aha. Dann habe ich Sally. Ach, ist das süß. Joe Herbie, Trixie, Sammy und Jody. Na, die haben es aber gut bei dir bestimmt, oder? Ja, okay. Also ich denke schon. Ja. Auch wenn sie ein bisschen kostenintensiv sind, obwohl ich im Moment ein bisschen knapp bei Kasse bin. Was kostet der Spaß im Monat? Mit Frischfutter berechnet, Heu und was man nicht alles braucht, Streu. Ja, so also bin ich ungefähr bei 60 Euro dabei. Ja, 60, 70 Euro. Und das macht halt viel Arbeit, ne? Ja, sicher. Du kannst nie in Urlaub fahren? Das gestaltet sich auf jeden Fall super schwierig. Das ist wirklich, fürs Wochenende geht mal, dann hätte ich schon so ein paar, die mal kommen und die Futter geben und so, aber für eine Woche, das ist schon eine ganz schwierige Angelegenheit. Ja. Und du hast einen Freund, habe ich gerade gehört. Ja. Ist der nicht bisweilen eifersüchtig auf die Kaninchen und die Zeit, die du für diese Kaninchen opferst? Ja, es gab schon richtig Krach, deswegen mehrmals auch, weil wenn ich nicht bei meinen eigenen Kaninchen davor hänge, weil ich sitze ja ganz gerne mal vor den Käfigen und schaue denen einfach zu. Also das ist für mich besser als jedes Fernsehprogramm. Mhm. Und wenn ich dann mal nicht davor bin, dann gucke ich halt, bin ich im Internet, verschiedene Kaninchenforen. Und da sagt der Freund, irgendwann ist es auch mal gut, ne? Ja. Mit den ganzen genau, wenn ich halt nicht vor rein bin, bin ich halt vom PC und gucke mir Foren an, da ich ja auch jetzt seit August mein eigenes Forum habe über Kaninchen, soweit ist es auch schon. Aber die Beziehung ist noch nicht gefährdet. Nein, würde ich würdest, nicht sagen. Würdest du eine Notleine ziehen, wenn du merken würdest, die Beziehung ist gefährdet? Würdest du die Kaninchen ein bisschen runterschrauben? Sagen wir mal so, wir haben uns im Moment geeinigt, dass erstmal keine mehr kommen. Mhm. Dann meint er, dann ist es auch okay, dann kann ich es auch verstehen, dann ist es wirklich, ne, aber wenn jetzt noch eins kommt, dann müsste ich mir ja wieder überlegen, wo stelle ich das hin? Ich darf ja auch keinen im Schlafzimmer stellen, das würde ich ja auch gerne machen. Aber Kaninchen sind halt abends und in der Morgendämmerung sehr aktiv. Und da kommst du deinem Freund entgegen? Und ja, okay, dann sage ich, okay, ich ziehe jetzt den Nothahn und sage, okay, jetzt. Nehmen wir mal an, Sonja, du würdest irgendwann in Zukunft, weiß ich es nicht, irgendwann später mal einen Typ kennenlernen und du würdest so merken, das ist die absolute Liebe deines Lebens. Das ist der Mann schlechthin. Ja. So, dieser Mann kann aber überhaupt nicht auf Kaninchen oder hat vielleicht eine Kaninchenallergie. Für wen würdest du dich entscheiden? Jetzt, Sonja, musst du dich entscheiden. du sagst bestimmt die Kaninchen. Ich höre es doch schon. Ich weiß Also die ich jetzt habe,
Ich würde sie für keine Million Euro abgeben. Für keinen Mann der Welt? Nein. Auch und wenn es Adonis persönlich ist? Für keinen Mann der Welt, die ich habe, die... Ich biete dir 1 Million Euro. Nein. Ach, was rede ich? 10 Millionen Euro und den schönsten Mann der Welt. Nein, nein. Und du bleibst bei deinen Kaninchen. Ja, bleib selbst, ich. Selbst schuld. Das ist, selbst ja, ich schuld. Weiß. Aber ich, dann würde ich mich schlecht fühlen. Wenn ich die abgegeben habe für Geld, dann würde ich mich richtig mies fühlen. Und wir können sie ja verteilen und alle und hier im Team braten wir sie. Oh mein Gott. Oh. Das ist aber nein, jetzt gemein. Das darf man nicht, ich weiß schon, das darf man nicht sagen, weil einem Tierliebhaber, bei Tieren, die man essen kann, dass man die braten will. Nein, das wollen wir natürlich nie, niemals. Und ich habe das auch nie gesagt. Okay, dann will ich das mal so verstanden. Ja, das war jetzt auch nur ein sehr derber Spaß. Aber ich würde auch Kaninchen niemals essen. Oder wenn ich das sehe, dass da ein Kaninchen liegt. Ich kriege ja auch manchmal schon die Krise, wenn ich irgendwo im Supermarkt bin und da liegt ein tiefgekühltes Kaninchen irgendwie. Aber du bist keine Vegetarierin. Nein, also ich esse ganz normal Fleisch. Also und zu deiner Beruhigung kann ich dir vielleicht sagen, dass ich auch Kaninchen nicht mag. Das ist schön. Also zu essen meine ich. Ja, klar. Ja. Habe ich schon verstanden. Liebe Sonja, das war ein sehr nettes Gespräch mit dir. Ja, danke. Dann viel Spaß mit deinen Kaninchen. Und übertreib es nicht, die Männer sind auch schon wichtig. Ja, das auf jeden Fall. Sieh zu, dass du beides unter einen Hut kriegst. Ehrlich. Alles Gute, Sonja. Ja, tschüss. Abend noch. Tschüss. So, ihr Lieben, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, 0800 220 5050 zum Beispiel über Kaninchen oder ähnliche Themen. Nein, egal was, ihr könnt natürlich anrufen, ihr kennt das ja, wenn ihr gerne mit mir reden, streiten, plaudern, diskutieren wollt. 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de und wenn ihr mailt, unbedingt die Telefonnummer draufschreiben, damit wir euch dann auch gegebenenfalls zurückrufen können. Hier ist Daniela und Daniela ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Daniela, um was geht's? Es geht darum, ich habe im Moment, das erklären. Mein Freund, der ist in der britischen Armee. Ja. Und der soll nächsten Monat, also im April, in Irak nach Basra abziehen. Oh weia. Ja. Und wenn man halt mit jemandem in der Armee zusammen ist, dann kriegt man halt über die Jahre halt mit, was so politikmäßig und auch, ich sag jetzt mal, religiös so abgeht. Wie meinst du das? Ich muss jetzt dazu sagen, ich kriege im Moment irgendwie einen ganz schönen Hass immer, also darauf, was halt im Irak und in den ganzen muslimischen Ländern, was da so im Moment passiert. Mhm. Wie lange wird denn dein Freund dort bleiben müssen? Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr. Mhm. Hat er Angst? Nein, er nicht, aber... Du hast Angst? Ja. Mhm. Berechtigterweise. Hätte ich auch, wenn ich du wäre. Ja. Ja, klar. Man sieht ja jeden Tag schlimme Bilder von dort und es ist ja ein Hexenkessel. Man weiß ja gar nicht, was da... Man kann es ja gar nicht kalkulieren, was da passiert und was da vor sich geht, wie sich das Ganze entwickeln wird. Genau, und deswegen, weshalb ich dich jetzt eigentlich angerufen habe, ich wollte eigentlich mal persönlich, weil die ganzen Freunde, die ich hier habe oder die, beziehungsweise die Leute, die wir kennen, die sind alle auch irgendwie mit der Armee involviert. Mhm. Und deswegen hat da jeder auch irgendwie eine andere Ansicht. Also ich nehme an, du kennst keinen aus der Armee, oder? Nein, ich kenne niemanden. Persönlich nicht, nein. Ja, weil ich wollte mal wissen, wie das für Außenstehende, aussieht, wenn, also ich sag mal, wenn du das im Fernsehen siehst, wenn du Soldaten dahin ziehen siehst und die Reaktion von den muslimischen Leuten und die ganze politische Ansichtsweise, wie du das jetzt zum Beispiel sehen würdest. Naja, die politische Ansichtsweise, wie du sagst, die fängt ja schon sehr früh an, dass ich ein vehementer Gegner dieses Irakkrieges war. Es hat sich ja nichts verbessert. Nicht wirklich, nee. Es hat sich überhaupt nichts verbessert. Es war vorher auch sehr schlimm, wir wollen es nicht schönreden. Aber was jetzt dort los ist, das heißt, dass die militärische Intervention überhaupt nichts gebracht hat. Es droht ein Bürgerkrieg, es ist eine Kette von Leid und ich habe auch einen Zorn auf die Befehlshaber in England oder Amerika, dass sie da die jungen Soldaten einfach reinschicken. Ich weiß gar nicht, wie hoch die Zahl der zum Beispiel amerikanischen Opfer bisher ist. Sehr hoch, sehr hoch. Amerikaner weiß ich jetzt nicht. Ja, also es ist schon eine beträchtliche Zahl. Und dann frage ich mich als Zuschauer im Fernsehen immer, was soll das? Wofür geht denn ein amerikanischer oder ein englischer Soldat dorthin und riskiert sein Leben? Für was? Und bin da bestürzt drüber, also... Ja. Wie siehst du es denn? Du hast es gerade angedeutet, politisch, religiös. Kritisierst du auch die Amerikaner und die verbündeten Amerikaner, dass sie das gemacht haben?
Oder kritisierst du auch die Bevölkerung im Irak? Sowohl als auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja Familie in Amerika. Mhm. Und wo das am 11. September passiert ist, hatte ich natürlich eine riesengroße Hasskappe. Bist du Amerikanerin? Halb, ja. Ah ja. Mhm. Und dementsprechend war ich am Anfang dafür. Mhm. So, aber mittlerweile frage ich mich dann auch, man hat die größten Hightech-Systeme der ganzen Welt. Man kann eine Bombe auf 5 Kilometer haargenau auf den Punkt explodieren lassen. Mhm. Aber man kriegt da so einen langbärten Idioten nicht, der sich irgendwo im Berg versteckt. Also da rege ich mich dann schon auf. Aber auf der anderen Seite, ich sag mal, zum größten Teil ist es so, die Soldaten ziehen jetzt nur noch aus, das ist zu Friedenbewahrung, heißt es eigentlich. Heißt es, ja. Heißt genau. Es, aber es ist kein Frieden dort. Genau, und das ist ja das Problem. Und der Terrorismus ist im Nichts weniger geworden durch den Irak-Feldzug. Wahrscheinlich noch mehr, weil es den Hass geschürt hat dort unten. Mhm. Aber was mich jetzt also abgesehen davon, dass mein Freund jetzt dahin muss und dass er so lange weg ist, dass ich alleine bin, dass er da sein Leben riskiert, was mich dann auch so aufregt, ist die Einstellung von den muslimischen Leuten. Mhm. Wie meinst du es genau? Ich persönlich finde, die suchen heutzutage nur noch jeden Grund, um irgendwie auf die Straßen zu ziehen und da entweder gegen die Armee oder gegen die Dänen mit ihrer Religion da irgendwelchen Unfrieden anzustiften. Mhm. Und ist das Ganze ja sehr kompliziert, gerade im Irak. Da richtet sich der Terror ja gegen die eigenen Landsleute. Das ist ja das Bizarre daran. Genau. Abgesehen davon, dass sie, dass die Muslimen gegen die ganze Welt kämpfen wollen, wegen ihrem Glauben, kämpfen jetzt auch noch untereinander. Und dann frage ich mich eigentlich, wo das noch hinführen soll. Weil erstens bekämpfen sie sich gegenseitig und löschen sich da ihre eigenen Leute aus. Mhm. Und dann tragen sie das noch gegen den Rest der Welt aus. So, jetzt frage ich dich als normalen, politisch denkenden Menschen. Du bist keine Fachfrau, aber das muss man ja nicht sein. Jeder hat ja seine Meinung. Was würdest du denn, wenn du deine Meinung formulieren solltest, was sollte im Irak geschehen? Wie sollten sich die Amerikaner und wie sollten sich die Engländer verhalten, deiner Auffassung nach? Meiner Auffassung nach würde ich alle Soldaten ausziehen lassen. Mhm. Nicht mal, wenn sie sich alle umbringen wollen, sollen sie sich umbringen. Mhm. Und das ist mir, muss ich echt ganz ehrlich sagen, ganz ehrlich egal, weil ich sag mal, wenn hier in Deutschland irgendwelche Probleme wären, würden die Iraker auch nicht sagen, oh, wir gehen jetzt alle nach Deutschland und helfen den lieben Deutschen, damit die alle miteinander klarkommen. So, jetzt muss dein Freund muss ja schon eine politische Haltung und Einstellung haben, um das für sich zu rechtfertigen. Sagt er dir das? Streitet ihr auch darüber? Streiten? Mhm. Du hast ja dann offensichtlich eine Auffassung, die er vielleicht nicht so teilt, oder? Nee, nicht. Also ich muss sagen, er ist da so ein, ich sag mal, es ist natürlich sein Job, er hat sich das ausgesucht, vor, weiß nicht, 4, 5 Jahren oder so. Und ich sag mal, er muss auch in Anführungsstrichen das machen, was er gesagt kriegt. Hört sich vielleicht krass an, aber wenn die sagen, ihr geht in den Irak, dann gehen sie in den Irak. Wenn sie sagen, ihr müsst nach Zypern, dann geht's ab nach Zypern. Aber immer wieder muss man sagen, dass das eine Freiwilligenarmee ist und er sich irgendwann dafür entschieden hat. Genau. Und wenn man sich irgendwann dafür entscheidet, muss man damit rechnen, dass irgendwann vielleicht dann eben eine politische Entwicklung kommt, wo man sowas machen muss, wie Irak jetzt. Genau. Ja. Macht er dann auch. Findet er es denn richtig? So in seiner privaten Meinung? Nein. Wie ist ich muss auch sagen, er geht jetzt auch nicht mit gutem Herzen rein und zu sagen, ja, wir sind da, um jetzt den lieben Irakern den Frieden zu bewahren. Das sagt er nicht. Stimmt nicht, nee. Mhm. Wie ist denn die Stimmung unter den anderen Soldaten? Sind die auch eher eigentlich skeptisch und machen es, weil sie es tun müssen? Also es gibt welche, die haben, ich sag, wir können ja ganz ehrlich reden, es gibt welche, die haben eine Einstellung, die sagen, ja gut, ich fahre dahin, weil ich ein paar Iraker erschießen will. Und dann gibt es welche, die sagen, ja gut, ich fahre dahin, weil ich muss und probiere, lebend wieder nach Hause zu kommen. Echt, so solche Leute gibt es, die sagen, ich fahre da mal runter, um ein paar runter wegzunieten? Es ist, also ja, das ist ja, wie gesagt, eine ganz schlimme, auch nachdem jetzt dieser Anschlag in London war, das ist ja nun mal in Großbritannien gewesen, da ist eine ganz extreme Hasssituation. Also, was genau wird dein Freund dort unten machen müssen? Weiß er das schon? Ja, der muss beliefern. Also, nehmen wir mal an, irgendjemand ist jetzt... Es gibt ja zum Beispiel Infanterie, das sind die zu Fuß unterwegs sind. Mhm. Dann müssen die auch irgendwie mit Nahrung und Munition beliefert werden. Achso, und da ist er für zuständig. Genau. Mhm. Das sind meistens die als erstes beschossen werden. Ja. Wie wird die Kommunikation zwischen euch sein? Kann er da mit dem Handy telefonieren? Kann man das da? Nee, gar nicht. Also einmal
Einmal die Woche kriegen die eine Telefonkarte. Mhm. Für 20 Minuten. Ah ja. Darf er dann offen sprechen? Nein. Also man wird da schon mithören, also alles kann er nicht sagen. Nee. Da müsst ihr euch irgendwelche Klauseln verabreden, was bedeutet genau? So ungefähr. Ja. Ja. Wird er die ganze Zeit konstant dort unten sein oder kann er auch mal, hat er auch ein paar Urlaubswochen? So 14 Tage Urlaub, davon gehen dann aber schon 4 Tage fürs Reisen drauf. Und dann kommt er nach Deutschland oder wo genau. trefft ihr euch irgendwo in der Welt hin? Dann kommt er nach Deutschland. Ja. Wäre es dir lieber, wenn dein Freund den Militärdienst beenden würde, irgendwann? Nee. Ja, weil er macht seinen Job gerne und ich meine... Aber so musst du immer in Angst leben. Ja. Kann man, wie ist das eigentlich, wenn man sich bei den Engländern zur Armee gemeldet hat? Wie kann man da wieder rauskommen? Kann man dann normal kündigen, wie einen anderen Job auch, oder wie geht das? Ja, das dauert aber ein Jahr. Ein Jahr? Ja, man schreibt sich aus und von dem Tag, wo man sich ausgeschrieben hat, hat man dann ein Jahr Wartezeit. Wenn man dann raus ist und man hat sich überlegt, ach Gott, ich will doch wieder, ich glaube, die nehmen einen noch einmal wieder zurück, aber danach nicht mehr. Bekommen die Soldaten einen besonderen Sold, ein besonderes Geld, wenn sie dort unten Dienst leisten? Ja. Das heißt also, finanziell macht sich das schon, ist das günstig für die Jungs? Macht sich schon bemerkbar, ja. Aber trotzdem, ich habe auch gesagt, mir wäre es lieber, der bleibt zu Hause und wir haben weniger Geld, anstatt dass er geht und hat dann halt ein bisschen mehr. Ja, natürlich, was für eine Frage. Wie lange seid ihr zusammen schon? 3 Jahre. 3 Jahre. Und er ist wie alt? 24. Wie lange kann man das machen? Bis 22 Jahre kann man das, glaube ich, machen. 22, also insgesamt 22 Jahre. Mhm. Da hat er noch lange Zeit vor sich, wenn er es weitermachen will. Ja. Ja, Daniela, dann hoffen wir, dass er gut und gesund nach Hause kommt. Gut. Aber wirklich gut und gesund. Ja, hoffe ich auch. Meine Meinung habe ich dir gesagt zu dem ganzen Desaster da unten. Eine Lösung weiß ich auch nicht. Ich weiß auch keine Lösung. Wenn man die Truppen abziehen würde, wäre natürlich das absolute Chaos da unten. Ja, natürlich, aber haben sie sich doch dann selber zuzuschreiben irgendwo. Ich weiß auch keine Lösung von dem Problem. Ich weiß nur, dass das mit dem Krieg mit Sicherheit nicht in Ordnung war damals. Und wir sind belogen und betrogen worden, was die Gründe anbelangt. Mhm. Und Bin Laden ist immer noch unterwegs und Afghanistan ist auch nicht im Griff. Also ist es alles irgendwie desaströs. Ja, da ziehen sie dann wahrscheinlich als nächstes hin, wenn Irak fertig ist. Tja, dann gibt es vielleicht auch das Problemfeld Iran. Aber da wollen wir erst gar nicht jetzt drüber nachdenken. Das ist dann noch viel schlimmer. Genau, solange der Rattenschwanz, der sich vielleicht irgendwann mal auflöst. Schönen Gruß an deinen Freund Daniela. Dankeschön. Und alles Gute und auf dass er gut nach Hause kommt. Ja, schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Hier ist Philipp und Philipp ist 19 Jahre alt. Guten Morgen, Philipp. Guten Morgen, Domian. Ja, hallo. Was geht's bei dir, Philipp? Also es geht um Folgendes. Ich weiß nicht, ob das hier so offen raussprechen darf, aber ich habe heute meine Freundin betrogen, quasi vor 2,5 Stunden, und das war in einem Freudenhaus. In einem Freudenhaus, in einem Puff. Genau. In einem Bordell. Genau. Warum hast du das gemacht? Also ich sag's mal so, wir sind schon 2,5 Jahre zusammen. Ja. Aber irgendwie hat mich die Neugier schon reingetrieben und... Du machst mal bitte dein Radio ganz leise. Ich höre irgendwie klar, Moment. Echo im Hintergrund. So, ja. Die Neugier hat dich dahin getrieben. Genau. Mhm. Neugier auf was? Neugier, weiß nicht, vielleicht was Neues oder... Allein, ich denke mal, jeder Junge hat irgendwie doch in sich so dieses Gefühl, dass er mal gerne mal in ein Bordell gehen würde. Und aber im Endeffekt würde ich mir dafür jetzt richtig den Arsch beißen. Aber mir quasi suche ich jetzt den Rat... Wie soll ich es ihr sagen? Weil ich da doch schon Angst habe, dass da jetzt dadurch ziemlich was kaputt gehen könnte. Mhm. Wie war es denn? Wie hat es dir denn gefallen? Also gefallen hat es mir schon. Also ich könnte nicht klagen. Ach so. Ich dachte jetzt, du wärst völlig frustriert und würdest mir sagen, ja, das war fürchterlich. Aber es war schon okay. Es war okay. Es war gut. Es war schon okay, nur... wie viel hast du bezahlt? 50 Euro. Ja, ist ja auch noch okay. Ich weiß, ich habe da keine Vergleichsmöglichkeiten, um ehrlich zu sein. Ja. Wie lange hat es gedauert? Um die 45 Minuten. Grob geschätzt 45 Minuten, also ich habe da nicht auf die Zeit geachtet, sonst irgendwas. Ja. Du hast dir die Frau oder das Mädel so ausgesucht? Es war folgendermaßen, entweder war es irgendwie ein privates Unternehmen oder sowas, man musste halt unten klingeln. Und ja, da hat auch gleich eine Dame aufgemacht, die mich angesprochen hat. Ich habe mich da quasi auch ein bisschen umgeguckt. Ja. Aber doch die erste genommen, weil sie mir schon am meisten entsprochen hat. Mhm. Und warst du dann, als du mit ihr dann im Zimmer, du bist mit ihr aufs Zimmer gegangen irgendwann? Aufs Zimmer, genau, ja. Warst du da aufgeregt?
Ja, schon. Also ich habe schon so ein bisschen gezittert, um ehrlich zu sein. Es ist quasi wie, ja, als ob man doch noch mal so ein erstes Mal erleben würde. Hast du ihr das gesagt, dass du das zum ersten Mal machst? Ich habe gesagt, dass ich zum ersten Mal im Freudenhaus bin, aber nicht, dass ich das erste Mal mache. Ja, ja. Und wie hat die darauf reagiert? War die ein bisschen nett und freundlich oder hat die das einfach nur so cool abgezogen? Nö, die war eigentlich nett und freundlich. Die hat auch viel Persönliches gefragt. Mhm. Wo ich herkomme, was ich mache, mein Namen und so weiter. Hat die dich auch gefragt, ob du eine Freundin hast? Nein, gar das nicht. Ja. Und dann, als es dann so zur Sache ging, war die Aufregung aber nicht mehr so stark. Das heißt, du warst auch dann erregt und es konnte auch dann alles... Also das mit der Erregung... Kein Problem. Darf man offen sprechen? Ja, vollkommen offen, ja klar. Also mit der Erregung hat es etwas gedauert, um ehrlich zu sein, weil es doch schon noch ein bisschen... Ja, ja, kann ich verstehen. Mhm. Nervös war. Ja. Quasi Bordell etc. so weiter. Genau, fremde Umgebung. Fremde Frau. Allem. Daher auch die 45 Minuten. Aber dann ging es irgendwann. Ja, die Frau hat zuerst die Oberhand sozusagen genommen. Ja. Und dann ja, einen stimuliert durch diverse Arten. Ja. Und dann hatte man quasi eigentlich die Qual der Wahl. Man konnte Stellung, alles mögliche ausprobieren, was man mochte. Ich hoffe, du hast ein Kondom benutzt dabei. Ja, das ist da, ich denke mal, das hat die auch schon von alleine sofort draufgezogen. Das hat sie, ja. Mhm. Also die hat erst einen mit der Hand stimuliert. Ja. Und dann hat sie auch gleich sofort... Und schwuppdiwupp war das Kondom da. Nö, also das hat sie schon etwas diskreter gemacht, quasi... Ah, ja. Doch schon so ein bisschen spielerisch. So, jetzt bist du da. Vor 2,5 Stunden, sagst du, war das? Nochmal, ich habe das gerade abgesehen. Das war so ungefähr vor 2,5 Stunden, sagst du, war die ganze Aktion. Stunden, ja. Bist du da rausgegangen mit dem Gefühl, yeah, ich habe das mal gemacht? Oder also oder anfangs war es so ein Gefühl, so, weil ich ja mit einem Freund da war. Ach, ihr wart zu zweit da? Ja, der hat das schon mal ausprobiert quasi. Meinte, mach doch auch mal so quasi. Aber ihr wart nicht dann beide bei der einen Prostituierten? Nein, 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 das nicht. Jeder hat ja... Ich weiß nicht, was er angestellt hat. Ich bin quasi erstmal alleine hingegangen. Ja. Und er hat mir auch vorher zugegeben, dass er schon mal gemacht hat. Mhm. Und wir kennen uns schon, wir sind eigentlich zusammen aufgewachsen. Mhm. Wir sind eigentlich wie Brüder, meinte er, mach doch mal. Aber er hat mir nicht aufgedrängt, dass ich jetzt das machen muss, sondern ich habe es von mir aus gemacht. So, nun bist du rausgegangen. War da dieses Triumphgefühl oder kam dann schnell das schlechte Gewissen? Zuerst kam dieses Triumphgefühl so quasi, ja, und... Mhm. Was kostet die Welt? Ich habe es geschafft. Genau, ungefähr. So quasi, man fühlt sich so, wenn man in die Pubertät kommt, so ein Jugendtraum, ja, ich war im Bordell. Ja. Und dann doch so ungefähr nach einer Stunde Rückfahrt kam dann doch so ein bisschen das schlechte Gewissen, was einen gebissen hat. Hast du das auch aus, ich sag's mal, so ein bisschen sexuellem Frust gemacht, weil das mit deiner Freundin nicht mehr so dolle läuft? Ich weiß nicht, also ich sag mal so, ich habe mit meiner Freundin viel ausprobiert, aber ich sag nicht, dass es langweilig ist oder so, aber ich glaube, es war einfach mehr die Neugier... Nach was Neuem, eine andere. Ich war, ist die Neugier, ist die jetzt gestillt, die Neugier? Einigermaßen schon. So, jetzt überlegst du, denkst du darüber nach, wie soll ich es ihr sagen? Soll ich es ihr sagen? Ich denke eher darüber nach, soll ich es ihr sagen? Mhm. Also eigentlich beißt es mich schon, dass ich es ihr sagen will. Mhm. Weil wir sind eigentlich zueinander ehrlich und es hält auch schon eine lange Zeit. Mhm. Wie ist sie denn so drauf? Du kennst sie gut. Nur ist ja das schon ein krasser Vorgang. Da geht der Freund, geht ins Bordell zu einer Hure. Fällt die komplett vom Glauben ab? Oder ist deine Freundin ich glaub, so? Sie fällt komplett vom Glauben ab. Komplett. Sie ist, was das angeht, also ich bin eigentlich... bis heute ein treuer Mensch gewesen. Mhm. Und sie ist ziemlich eifersüchtig. Das reicht schon zum Beispiel, wenn wir durch eine Straße gehen. Es ist zwar nicht so übertrieben, wenn ich jetzt einfach da ein Mädel entlang gehe und ich hinterher gucke, dann sagt sie gleich sofort ein Kerz macht, sondern auch schon ein bisschen zum Beispiel, wenn wir in der Diskothek sind oder sowas. Mhm. Und da sei es auch eine Freundin, die ich schon länger kenne und mich mit ihr eine längere Zeit nett unterhalte. Mhm. Dann ist es schon schlimm. Und dann wird es schon schlimm. Dann bekomme ich... quasi öfters zu Hause ziemlich viel Ärger. Ich will nochmal auf die Motivation zurückkommen. Hat dein Freund dich da so vielleicht so ein bisschen schon heiß gemacht, indem er davon erzählt hat, weil er ja schon Erfahrungen hatte? Schon ein bisschen. Also es ist jetzt nicht so, dass es mich nur, er hat es mir eingeredet, so ein Floh ins Ohr gesetzt, das war es eigentlich nicht, weil er hat es mir erzählt, wie es war. Ich war auch neugierig, wollte es auch gern wissen. Ja. Und dann, ja. Und ist es dann so passiert. Hast du vorher, surfst du auch auf Sexseiten im Internet? Internet nicht, nein, aber guckst man hat schon diverse pornografische Filme angeguckt. Das guckst du schon. Und das weiß deine Freundin aber auch nicht? Doch, wir haben uns schon auch ein paar Mal einen zusammen angeguckt. Ach so. So, jetzt ist die große Frage, was machen wir jetzt? Sagen wir es ihr? Das heißt, wir ist gut. Sagst du es ihr?
Also ich würde schon gerne, nur quasi ist meine Angst, dass dadurch komplett alles in die Brüche geht, was ich ja nicht möchte. Aber und die Beziehung ist eigentlich gut, sagst du? Die ist eigentlich recht prima. Ich denke mal, keine Beziehung ist perfekt. Es gab Streitigkeiten, aber es gab auch immer wieder das Versöhnen danach. Mhm. So, das ist jetzt eine wirklich grundsätzliche Frage. Man kann jetzt den einen Standpunkt einnehmen, indem man sagt, das ist eine große Liebesbeziehung. Ich vertraue der Frau und ich möchte auch, dass sie mir vertraut. Also muss ich ihr immer, oder wir müssen uns immer die Wahrheit sagen. So, das ist die eine Position. Mit allen Konsequenzen. Die andere Position kann man nun folgendermaßen formulieren. Du bist ein junger Typ von 19 Jahren, der halt mal neugierig war und was ausprobieren wollte. Mhm. Und du hast das gemacht und nun ist auch gut. Wenn das so ein einmaliges Ding ist und auch sein bleiben soll, könnte man auch... Es wird ein einmaliges so, Ding sein, ja. Dann könnte man auch die Überlegung so haben, Mensch, komm, schwamm drüber, ich erzähle ihr das nicht, weil sie das sehr verletzen würde. Sie würde es sowieso eigentlich nie verstehen. Da könnte ich mit dem Mund fusselig reden. Und ich zerstöre vielleicht unsere gute Beziehung. Beide, ja, das stimmt. Also beide, ich denke, ich würde dadurch viel quasi alles in die Brüche leiten. So, ich finde beide Positionen finde ich in diesem Fall finde ich okay. Ich finde auch diese Position okay. Ich habe da auch ein bisschen so mich verändert. Ich habe früher immer gesagt, radikal immer alles sagen. Aber in solchen Fällen, wo man das so eingrenzen kann, du sagst, ich habe das einmal gemacht, ich war einfach neugierig und wollte es mal ausprobieren, Punkt aus, Klappe zu und in den Schrank und weg. Kann man so machen. Ist natürlich jetzt die Frage, ob du damit leben kannst. Weil, ja, das ist quasi einmal in den sauren Apfel beißen und es quasi erzählen oder doch in sich so eine Art hineinfressen und... Ja, die Frage ist, ob du das so in dir selbst so abspeichern kannst, als ein Schmankerl, was du mal gemacht hast. Aber wenn dich das natürlich permanent belastet, gewissensmäßig, dann geht das nicht, dann musst du es sagen. Ja, das stimmt. Also man könnte quasi jetzt eine Sache draus machen, dass man es einfach versucht damit zu leben. Mhm. Wenn man sagt, ja, die Zeit heilt alle Wunden. Mhm. Und wenn es wirklich nicht laufen sollte, dass man es doch vielleicht denn so erzählt. So kann man es machen. Da war mal was schon länger her. Ja. Ich meine, ja, das ist genauso kann man es machen. Das ist jetzt gerade super frisch. Du bist ja gerade noch gar nicht bei Sinnen wirklich. Du hast es ja gerade erst eben erlebt. Lass doch mal ein paar Wochen ins Land ziehen. Guck doch mal, ja, beobachte dich doch mal, wie du dich dabei fühlst. Ob du das wirklich so wegkehren kannst, in deine Vergangenheit rein und Deckel drauf. Oder ob es immer wieder hochkommt. Und ob, ja, du, und ob du, wenn du sie anguckst, ob du ihr gar nicht mehr richtig in die Augen gucken kannst vor Scham, weil du was gemacht hast, was du eigentlich nicht tun solltest. Ja. Wenn dich oder, das. Naja, ja, man weiß ja nicht, was die Zeit bringt. Vielleicht bricht es ja trotzdem von ihrer Seite aus, sondern kann man es quasi auch als Gnadenschuss benutzen. Wie meinst du das? Man weiß ja nicht, was die Zeit immer bringt. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt reinpasst, aber ich meine jetzt, wenn zum Beispiel doch irgendwie 2-3 Wochen später, nehmen wir mal an, es würde ja auch gut gehen, und es geht aber jetzt von ihrer Seite aus in die Brüche, dass sie irgendwie es beenden will, dann könnte man es ja doch vielleicht nochmal sagen: Hey, Alte, leck mich, ich habe das und das trotzdem angestellt. Ja. Und ihr, naja, so, das ist ja ein Schuss dann von hinten nachträglich. Das, ja, quasi einmal nochmal feige in den Rücken schießen. Ja, das wäre dann auch feige in der Tat. Nee, Philipp, in der Tat, im Ernst, warte doch erstmal ein bisschen ab, beobachte dich mal selbst, was das mit dir gemacht hat, diese... Also wie es einen verändert hat. Ja, genau, so finde ich wirklich. Und dann kannst du nach ein paar Wochen des Empfindens und des Nachdenkens, kannst du entscheiden, entweder schweigen für immer oder du beichtest es. Aber nicht morgen gleich, das ist so frisch. Nee, das würde ich sowieso nicht tun. Das ist natürlich ein bisschen Schiss vor der. Und dann natürlich, wenn du es sagst, so wie du sie beschrieben hast, musst du natürlich damit rechnen, dass sie vielleicht dich wirklich vor die Tür setzt, ne? Dass es das dann war. Ja, dann würde ich sagen, selbst schuld, ne? Ja, klar, dann selbst schuld, ja. Aber das musst du also überlegen. Na gut, dann nehme ich mir wohl den Rat zu Herzen, dass einfach mal erstmal Zeit drüber wachsen, schauen, wie es. Genau, und wenn du. Eine persönlich geht und wenn es wirklich nicht geht, dass es man doch einfach mal mit der Tür ins Haus fällt. So, wir können ja vielleicht, wenn du das möchtest, in einem Monat nochmal telefonieren. Dann musst du uns aber mailen und dann können wir es vielleicht arrangieren, okay? Ja, das würde ich gerne tun, um ehrlich zu sein. Auch quasi. Als Rückmeldung. Mal zu sagen, wie es gelaufen ist. Genau, sehr gerne, ja, finde ich interessant. Wir können das und ja fast. Quasi auch an die Zuhörer draußen, die auch in der Beziehung sitzen, mal quasi so eine Lehre vielleicht draus ziehen können. Genauso machen wir es, Philipp. Also bis gut. In 4 Wochen, sagen wir mal, okay? Ja, 4 Wochen melde ich mich nochmal. Jo, tschüss. Tschüss. Gino ist hier, Gino ist 32, hallo Gino. Gino ist nicht mehr da. Will ich die Gelegenheit mal
beim Schopfe fassen und euch erzählen, was wir für ein Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben. Da haben wir nämlich ein etwas experimentelles Thema, nämlich das Thema heißt ganz einfach Rot. Ich möchte gerne mit euch sprechen über Dinge, Geschehnisse, Erlebnisse, Vorkommnisse, die ihr mit der Farbe Rot verbindet. Da kann man ja verbinden Blut mit, da kann man verbinden Rache mit. Da kann man Unfälle mit verbinden, was auch immer. Also es gibt ganz viele Sachen zum Thema Rot. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag. So, jetzt bin ich verbunden mit Lutz. Und Lutz ist 44. Hallo Lutz. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen Lutz. Um was geht's bei dir, Lutz? Ja, lieber Domian, wir haben ja miteinander schon einmal gesprochen, vor etwas mehr als 7 Jahren. Oh, ehrlich? Da hattest du damals das Thema Hass zu einer ganz bestimmten Person. Mhm. Und ich habe damals zu dir gesagt, ich hasse meine Mutter, weil sie schuld daran ist, dass ich bin ja ein sogenanntes Inzestopfer. Das heißt also, meine Mutter und ihr eigener Bruder haben ja sozusagen mich also begehen einer Straftat gezeugt. Mhm. Und dadurch bin ich von Geburt an blind. Ah ja. Das heißt also, wir sind also auch noch so in dieser Richtung, was rechtliche Dinge und so weiter betrifft. Lutz, lebt deine Mutter noch? Ja, natürlich, sie lebt noch. Wie ist deine Verbindung zu deiner Mutter? Na, also Kontakt besteht gar keiner mehr. Mhm. Also es hat praktisch jetzt im vergangenen Jahr kann man so sagen, hat ja sozusagen eine Gerichtsverhandlung stattgefunden. Mhm. Wo es praktisch dazu gekommen ist, dass ich überhaupt als Sohn von meinem Onkel in dieser Richtung anerkannt worden bin. Also da muss man mal erklären, dein Vater ist eigentlich auch dein Onkel und dein Onkel ist dein Vater. Genau so ist es. Ja. Hast du mit dem denn Kontakt? Nein. Nein, mit also, niemandem. Also mit, da ist überhaupt nichts, davon. Lass mich mal ein paar so Einzelheiten noch erfragen, damit ich das alles gut verstehe. Wann hast du denn, du bist jetzt 44 Jahre alt, wann hast du denn verstanden und kapiert, dass du ein Inzestkind bist? Ja, sagen wir es mal so, es hat ein Schlüsselerlebnis gegeben. Mhm. Das war am 18. Dezember 1990. Ja. Vor etwas mehr als, man kann ja nun schon sagen, 16 Jahren. Ja. Da hat es zwischen mir und dem zweiten Ehemann von meiner Mutter mehr oder weniger eine Unstimmigkeit gegeben, die eigentlich mehr oder weniger banal war, aber irgendwie war es halt so. Mhm. Und aus dieser Unstimmigkeit heraus habe ich gesagt zu meiner Mutter, ich würde mir endlich mal einen vernünftigen Vater wünschen, zu dem ich gehen könnte und mit dem ich mich würde ordentlich unterhalten können. Mhm. So, und aus diesem heraus entstand dann die sogenannte Kunstpause. Ja. Und da sagte meine Mutter dann auf einmal, dann geh doch zum Onkel Hartmut. Ach. Er ist ja schließlich für dein Entstehen verantwortlich. Ach, aber er erkennt dich ja schließlich nicht an. Und wen hattest du als deinen Vater angenommen? Naja, bisher immer eigentlich den Partner, der an der Seite meiner Mutter gelebt hat. So, da warst du aber auch schon Ende 20, als deine Mutter dir das gesagt hat. Ja, also sagen wir mal 29 ungefähr, Jahre ja, alt. Genau, habe ich auch gerade. Aber dann muss das doch ein absoluter Schock sein, wenn die eigene Mutter dann so etwas sagt. Tja, natürlich ist das ein absoluter Schock gewesen. Hast du denn das überhaupt im ersten Moment glauben können? Nee. Ich habe dann vier Jahre später ergab es sich, der Zufall wollte es so, dass unser, ich sag mal, regionale Heimatsender MDR 1 Radio Sachsen, ja. Der gratulierte meiner Patentante, die ja nun zu ihrem 50. Geburtstag, und da habe ich mir gedacht, irgendwo war ich dann so weit, dass ich mal gedacht habe, du musst doch mal vielleicht versuchen rauszukriegen. Ich wusste ja in etwa, wo sie wohnt, aber irgendwie mit ihr mal sprechen zu können, ob denn tatsächlich da irgendwas dran ist. Also, um es kurz zu machen, es kam dann definitiv raus, dass das stimmt. Das stimmt. Und du trägst aufgrund dieser Inzestgeschichte eine Behinderung?
Das heißt, du bist erblindet, sagst du? Mhm. Bist du vollkommen? Vollkommen. Also wie gesagt, so, dass man im Grunde genommen gar nicht mehr wird. Also das ist ein angeborener Glaukom. Von Geburt an? Geburt an. Wie hat deine Mutter sich dir gegenüber denn, als du Kind warst, verhalten? Normal und zärtlich? Oder hat sie dich irgendwie abgestoßen? Also, ich würde schon sagen, doch irgendwo abgestoßen. Denn ich sag mal, ich bin ja, sagen wir mal, von 1968, also so etwa vom 7. Lebensjahr an, bis fast zum 18. Lebensjahr an, also gute 11 Jahre, in der Blindenschule im heutigen Chemnitz gewesen. Ach so, das war so eine Art so ein Heim aus, also einem Schülerheim. Internatsanbindung. Ach so. Sodass ich habe immer zu meiner Frau gesagt, ich habe in diesem etwas, was man vielleicht zur Familie nennt, ich sag mal so, immer in den Ferien so eine Art Gastrolle abgegeben. Und war eine entsprechende Distanz da? Also da war schon dadurch eine entsprechende Distanz da, konnte also in dieser Richtung nicht da irgendwie eine richtige Bindung eigentlich werden. Ist es eigentlich so, dass deine Mutter mit ihrem Bruder, ich sag so, einfach so geschlafen hat, oder ist deine Mutter von dem Bruder zu dem Sex gezwungen worden, weißt du das? Ja, es ist so, es existiert, ist ja, was dieses rechtliche Verfahren jetzt betrifft, existiert ja eine Aussage, als wir vor etwas mehr als 7 Jahren hatten wir damals schon mal angestrebt, einen Anwalt eingeschaltet, der sollte praktisch meine Mutter zur wahrheitlichen Adresse meines leiblichen Vaters befragen. Und da hat sie dann auf einmal herausgelassen und gemeint, der Beischlaf sei also von seiner Seite erzwungen worden, sodass man also von einer Vergewaltigung ausgehen müsste. Das heißt, es ist doppelt schlimm, es ist das ist also ein Inzest und eine Vergewaltigung. Also, genau so ist es. Und der Punkt ist ja der, in der Öffentlichkeit, wir haben es ja auch schriftlich vorliegen, in der Öffentlichkeit behauptet sie das, und wo es ja nun praktisch um die rein rechtlichen Ermittlungen in dieser Richtung geht, von Amts wegen her, da macht meine Mutter dann auf einmal plötzlich von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Aha, also sie will sich da irgendwie rauslavieren. Und sagt dazu nichts. Ja, also so. es gab keine wirkliche Gerichtsverhandlung, oder doch? Naja, die gab es in dieser Richtung schon. Zumindest, dass ich erstmal erreicht habe, dass die beiden sich zumindest zur Elternschaft als solcher bekannt haben. Aber es gab keine strafrechtlichen Konsequenzen. Nee. Ist das verjährt schon? Die werden möglicherweise noch kommen, weil es ja nun darum geht, das wissen ja viele nicht, dass inzestgeborene Kinder, wenn auch dort Gewalt sozusagen mit im Spiel ist, haben diese Kinder und überhaupt auch Opfer von Vergewaltigungen die haben, weil sie Opfer einer Gewaltstraftat sind, nämlich das Anrecht auf Leistungen aus dem Opferentschädigung. Ich verstehe. Ja. Also ist das für dich eine sehr wichtige Sache, rein finanziell auch? Jawohl, deswegen haben wir ja auch deshalb auch angerufen, weil wir das nämlich auch im Zusammenhang bringen, weil ja viele haben das ja nun sicher gehört, was der kleinen Stefanie, wie gesagt, widerfahren ist. Ja. Ich selbst, wir haben ja, also habe mit meiner Frau gemeinsam, haben wir ja aufgrund dessen sogar eine Selbsthilfeinitiative ins Leben gerufen. Also wir nennen uns da Initiative Lebensweg. Ja, und das kann man sich ja im Internet genau so angucken. Genau, das kann man dann. Ihr habt ja die Internetseite schon. Ja, das können wir also auch hier nochmal nachgucken. Ich würde dich gerne noch zu deinem Fall noch etwas fragen, Lutz. Wie war das denn damals, als deine Mutter schwanger wurde? Wie hat sie es denn in der Familie bei ihren Freunden dargestellt, wer der Vater von dir ist? Tja, also ich würde sagen, da kann ich gar nichts weiter dazu sagen,
ob sie sich da, wie auch immer, überhaupt, sie hat ja bei der Gerichtsverhandlung als solcher, hat sie ja mehr oder weniger gesagt, sie hätte sich ja darüber nicht äußern können, sonst hätte sie ja der Vater, Vater möglicherweise erschlagen. So hat sie sich ja dann, so hat sie sich ja dann geäußert. Und es ging ja dann auch darum, ob mein Onkel sozusagen als mein leiblicher Vater auch an mich sozusagen Unterhaltszahlungen geleistet hat. Und da hat er ja dann in dieser Richtung sich auch eigentlich herauslaviert und gemeint, na, dazu könnte also eben seine Schwester, also meine Mutter halt etwas mehr sagen. Ja, also ich weil sie, weil sie da, weil sie da besser Bescheid wüsste. Wie ist das für dich, zu wissen, letztendlich was für Wurzeln du hast? Was macht das mit deinem Lebensgefühl, mit deinem ganz innerlichen Gefühl deiner selbst? Du bist ein Inzestkind und womöglich noch ein Kind aus einer Vergewaltigung. Wie ist das für dich? Tja, es ist ja irgendwo furchtbar. Ich sage, ich habe eigentlich auch bewusst immer auch zu meiner Frau und auch zu vielen Bekannten, so auch im Freundeskreis, direkt gesagt, wenn die jetzt sozusagen überhaupt auf meine Mutter zu sprechen kommen, ich sage bewusst, die Frau, die ich leider rechtlich gesehen meine Mutter nennen muss, weil sie mich nun mal geboren hat. Warum? Weil sie nicht mal mir gegenüber dazu bereit ist, über die vermeintliche Vergewaltigung überhaupt zu reden. Weil ich sehe das praktisch auch ein bisschen so, ich werde von meiner Mutter her gesehen, der Öffentlichkeit oder überhaupt der normalen Öffentlichkeit als tickende Zeitbombe hinterlassen, die praktisch vor mir Angst haben müsste, sollte, wie auch immer. Und das ist ja eigentlich furchtbar, wenn eine Frau sowas macht. Ist es nach wie vor so, dass du sagst, ich hasse diese Frau? Ja, ja. Und du hast auch diesen Mann, deinen Vater? Naja, sicher, weil ich meine, man muss sich das ja auch mal vorstellen, alle die jetzt als Zuschauer draußen jetzt wie auch immer zuhören, sind im Grunde genommen nämlich meine ganz persönlichen Steuerzahler. Man muss ja auch mal sehen, diese Taten von diesen Leuten muss ja der ganz normale Steuerzahler mitfinanzieren. So, jetzt bitte ich dich, Lutz, nochmal die Initiative, die Selbsthilfegruppe zu nennen. Falls sich da jemand interessiert, kann er ja im Netz nachgucken. Ja, das ist also die Initiative Lebensweg. 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 www.prolis, geschrieben Paula, Richard, Otto, Heinrich, Ludwig, Ida, Siegfried, -online.de /Lebensweg. Okay, so, ja. Jetzt danke ich dir sehr herzlich für deinen Anruf. Das ist eine sehr erschütternde Geschichte, die du erzählt hast. Ja, und ist es nämlich auch wichtig, ich habe ja sogar auch Folgendes gemacht, das wird auch sogar auf unserer Internetseite stehen. Du weißt, jetzt haben wir ein kleines Problem. Jetzt läuft mir etwas die Zeit weg. Ich finde, dass du für mich schon sehr, sehr ergreifend erzählt hast, was in deiner Vergangenheit geschehen ist. Ich würde dir gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin, mit der Anja, anbieten. Kann man da noch ein bisschen weitersprechen. Genau. So, dann, du kennst das Prozedere, du legst du bitte auf und wir rufen dann gleich zurück. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, Lutz. Geht klar. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Bastian ist hier. Bastian ist 23. Hallo, Bastian. Hallo. Guten Morgen. Um was geht's bei dir? Ich wollte eigentlich so einen Aufruf starten für mehr Sterbebegleitung oder mehr Mut zur Sterbebegleitung in Deutschland. Das ist aber ungewöhnlich. Ein junger Mann von 23 will so einen Aufruf starten. Wie kommt das? Und halt wegen meinem Beruf. Ich bin Krankenpfleger und habe angefangen auf einer Station, wo halt größtenteils Krebspatienten liegen. Und die Patienten sterben auch natürlich früher oder später. Und ich stelle immer wieder fest bei meiner Arbeit und beim Kontakt mit den Verwandten, dass dieses Thema Sterben hier gerade in Deutschland tabuisiert wird
und die Leute alleingelassen werden. Wie genau, woran merkst du das? Du merkst es daran, dass sie alleingelassen werden. Woran merkst du es noch? Ja, halt, wenn man die Verwandten darauf anspricht, dass es nicht, na gut, ich kann es verstehen, dass es nicht realisiert werden will anfangs, weil man halt einen geliebten Menschen verliert, aber halt auch, wenn man merkt oder wenn man den Verwandten auch mitteilt, dass es wohl so aussieht, als ob es jetzt bald zu Ende geht, dass die im Prinzip gar nicht so richtig dabei sein wollen und alles halt abschieben aufs Pflegepersonal oder auf andere Dienste, weil also, die irgendwie innerlich, keine Ahnung, sich dagegen sträuben oder so. Also du meinst, wenn du einen Aufruf zu einer besseren Sterbebegleitung hier starten möchtest, meinst du damit, dass Privatpersonen, die Betroffenen, sich damit mehr auseinandersetzen sollen? Du meinst nicht, dass es meinetwegen eine Initiative zur Unterstützung der Hospizbewegung sein soll? Sowas meinst du nicht? Nee, das meine ich jetzt nicht. Ich meine einfach wirklich, jeder privat bei seinem geliebten Menschen ihn nicht in so einer Stunde allein zu lassen. Du bist Krankenpfleger, sagst du? Arbeitest du hast du auch schon auf so einer Palliativstation gearbeitet? Nee, auf einer Palliativstation habe ich nicht gearbeitet bisher. Aber du bist innerhalb deines Arbeitsfeldes ständig damit konfrontiert, wie du es gerade gesagt hast. Ja, also wir sind ständig mit Tod und Sterben und letzte Stunde konfrontiert eigentlich. Was sind denn das auch letztens festgestellt, hatte ich Nachtdienst, da war halt auch ein Patient, dem ging es sehr schlecht und mittlerweile ist er auch schon gestorben, aber da war es zum Beispiel auch, der tagsüber sehr viel Besuch gehabt. Sobald man, also die Verwandten, die rum ihn waren, die haben irgendwie gar nicht so richtig den Kontakt zu ihm gesucht. Die haben ihn weder irgendwie berührt, die Hand gehalten, mit ihm gesprochen, nichts. Waren das nahe Verwandte? Das sind alles Frau, Kinder, alles dies und jenes. Und wir haben ihm mehrmals auch gesagt, dass sie auch gerne hier bleiben können über Nacht und sie wollten es halt nicht gut, es jedem selber überlassen, aber ich finde es halt immer schade, dass so Leute, weil man kann es natürlich nicht, wenn man jetzt allein ist, nachts die Zeit daneben setzen oder daneben stellen. Ist der Mann denn dann in der Nacht gestorben? Ja, nicht in meiner Nacht, er ist kurz nach dem Nachtdienst gestorben, so um 7 Uhr morgens. Das heißt wirklich, deine Erfahrung ist, dass viele Angehörige ihre Menschen, ihre sterbenden nahen Menschen alleine lassen? Ja, und das finde ich schade, weil die Leute haben auch Angst und man sieht es ja auch in den Augen von den Leuten. Ich meine, die liegen meistens alleine in einem Zimmer, ganz allein und haben natürlich, könnte ich mir vorstellen, auch Angst vor dem Sterben jetzt. Wie ist denn das für dich als so junger Mann, auch so oft und so intensiv mit Tod konfrontiert zu werden? Wie gehst du damit um? Also ich habe es mir ja letztendlich ausgesucht und ich habe mir auch ganz speziell so eine Station ausgesucht, weil es halt mir irgendwie was gibt, sag ich mal. Und was gibt es dir? Also, das kann ich gar nicht so richtig, also dieses Gefühl, was Gutes zu tun und das Gefühl, den Leuten das noch zu erleichtern in den letzten Stunden, Tagen. War es dir am Anfang auch unheimlich oder unangenehm oder hast du Angst davor gehabt, die ersten Sterbenden zu begleiten? Ja, also sagen wir mal, ja, wenn man den ersten gestorbenen Patienten oder den ersten Toten sieht, ist es schon irgendwie eigenartig. Aber ich sag mal, man hat ja nicht so einen engen Kontakt zum Patienten, deshalb ist es nicht so ein großer Trennungsschmerz, wenn jemand stirbt. Gab es denn schon Situationen, wo du dann wirklich ganz alleine, weil die Angehörigen eben nicht kommen wollten, du ganz alleine am Sterbebett bei jemandem gesessen hast und der dann auch in deiner Anwesenheit verstorben ist? Ja, das ist auch schon passiert. Also ich war da nicht jetzt speziell, weil ich dachte, der stirbt in der nächsten Minute, aber es ist dann halt passiert, ne? Das heißt, du führst auch unter Umständen, das ergibt sich dann zufällig so, die letzten Gespräche mit Menschen. Ja, ja. Was sagen die Menschen, wenn sie noch bei Bewusstsein sind? Was sagen sie zu Menschen so? Also die meisten Leute sind halt dankbar für die Pflege. Viele. Und dass man ihnen halt hilft und aufmerksam ist und ja, was sie sagen. Manche haben Angst, schildern Ängste. Manche sagen auch, ja, bald hätten sie keine Schmerzen mehr. Sprechen Leute, die im Sterben liegen oder in der Endphase eben sind ihres Lebens, über ihr Leben noch mit dir? Ja, unter Umständen, ja. Manche sind gesprächig und erzählen, was sie so erlebt haben.
Gibt es auch so öfters zu bemerken, dass Menschen dann in dieser schweren Stunde über ihre Fehler nachdenken und ihnen die nochmal klar werden, vielleicht ihre Schuld? Ja, viele Leute versuchen irgendwie so ein bisschen ins Reine zu kommen noch, sag ich mal. Hast du den Eindruck, dass viele Menschen nicht mit sich im Reinen sind, die sterben? Auch das habe ich eigentlich nicht häufig. Mhm. Ich glaube, letzten Endes in der letzten Zeit sind halt alle irgendwo mit sich im Reinen und denen ist es auch im Endeffekt, sag ich mal, relativ egal zum Schluss. Man kann es halt relativ schlecht einschätzen, wenn die Leute eintrüben und so. Ja, ja. Hast du selbst Angst vor dem Sterben? Vor dem Tod? Bei mir persönlich, ja. Also wenn ich jetzt bei mir denke, ich bin 23, ich werde nicht sterben. Aber wenn man manchmal so Leute hat, die sind sehr jung auch halt, Anfang 40 oder vielleicht noch jünger, die dann sterben, das ist schon ziemlich heftig. Die Leute, denen macht das schon ordentlich was zu schaffen und die gehen auch sehr schwer. Gerade wenn die so mitten im Leben stehen. Dennoch nochmal meine Frage auf deine Person bezogen. Hast du, ich meine, jeder kann sterben, auch der jüngste Mensch. Hast du Angst vor dem Tod? Angst? Also ich habe Angst, alleine in einem Krankenhauszimmer zu sterben. Das schon. Womit wir beim Thema wären, weswegen du angerufen hast. Ja, dass die Menschen, das ist bestimmt nicht schön. Ja, das... Was meinst du, was kann man dagegen tun? Du sagst, das ist tabuisiert, das sehe ich genauso wie du, dass man am liebsten Leid und Elend und Tod irgendwie wegsteckt in irgendwelche Häuser und man will damit nichts zu tun haben. Aber wir leben in so einer aufgelackten Welt, wo es nur um Spaß und Erfolg und Schönheit geht. Was meinst du, was man da entgegensetzen könnte, außer mal ein Gespräch im Radio oder Fernsehen zu führen darüber? Ich glaube, man kann, so traurig wie es ist, eigentlich überhaupt nichts dagegen setzen. Also man kann höchstens mit den Leuten sprechen, sie darauf hinweisen, dass es ein normaler Abschnitt ist im Leben, sag ich mal, mehr oder weniger normal. Und ihnen irgendwie versuchen, die Angst zu nehmen. Manche haben ja Angst, einfach, wenn er gestorben ist, die Person überhaupt zu berühren, weil die irgendwie, keine Ahnung. Ja, es gab ja früher, wenn man so die alten Leute erzählen hört, die, wie ich glaube, sehr gute Tradition, dass der, wenn jemand im Haus verstorben ist, dass er dann noch eine ganze Weile im Haus liegen blieb. Ja, damit sich jeder verabschieden kann. Genau. Genau. Da kann man auch als Angehöriger das Ganze auch besser verarbeiten, wenn man sich irgendwie damit beschäftigt, mit der Person, die stirbt. Bei den türkischen Patienten zum Beispiel, da ist ja immer enorm viel und da ist auch nicht so eine Angst vor dem Tod und vom Sterben. Ich meine, die waschen ihre Verwandten auch nach dem Tod und solche Dinge. Ja, das ist halt sehr schön. Die Leute Das gab es früher hier auch. Ja, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Ist alles verloren gegangen. Du hast gerade gesagt, die Motivation kommt daher, was Gutes zu tun. Ja, es hört sich immer so ein bisschen... Ja, hört sich ein bisschen groß an. Aber dennoch, meine Frage, steckt dahinter auch so eine Religiosität? Bist du ein religiöser Mensch? Nö, eigentlich überhaupt nicht. Eigentlich überhaupt nicht. Es ist so eine humanistische Überlegung oder ein Grundgefühl. Ja, klar. Also ich habe halt immer gern mit Menschen zusammengearbeitet und die Menschen, die sterben, sind anders krank, sag ich mal. Und die haben so einen ganz speziellen Aspekt auch in der Pflege. Von der Psychologie her, von den Gesprächen, vom Kontakt ist es ganz viel extremer als ein Patient, der operiert wird oder so. Das hat mich halt daran gereizt. Man hat einen engeren Kontakt zu den Leuten auch. Ja, wenn du so schlimme Fälle hinter dir hast, wenn du die mit hast erleben müssen, was nimmst du für dich, für dein Leben dann mit nach Hause? Also ich sag mal, ich bin froh über jede Stunde, die ich noch lebe. Und ich nutze mein Leben irgendwie anders, habe ich das Gefühl, als vorher. Ja, das ist auch eine sehr gute Erkenntnis, wenn man das dann auch so im Bewusstsein halten kann, dauerhaft, dann ist das natürlich ganz, ganz großartig, glaube ich. Lieber Bastian, die Sendung ist vorbei. Schön, dass wir haben reden können. Das fand ich auch. Hat mir sehr gefallen und ich finde das, was du machst, sehr gut und deine Einstellung auch und wünsche dir für deinen Job und überhaupt alles Gute und alles Liebe. Vielen Dank. Dankeschön, Bastian. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik heute Nacht war Malte Imels. Wir sind morgen wieder da im Radio bei 1Live und im WDR-Fernsehen mit einer freien Themennacht. Ich freue mich auf euch und bin sehr gespannt auf eure Anrufe. Ab 0 Uhr könnt ihr morgen wieder anrufen oder mailen, natürlich wie immer unter domian@wdr.de. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.